Yay. 024. 024, das ist doch einiges. So. Kann er mal tatsächlich. Ich probiere es jetzt mal mit Maus und Tastatur. Aha. Weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist. Genau, dann bekommst du mehr Erfahrung, wenn du bei den Optionen Zielhilfe ausschaltest. Dann bekommst du immer noch freies Zielen plus Erfahrung. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man mit Pferden. H. H, genau. H wie Horse. Ja, das Problem ist, meine Tastatur hat kein H. Ich habe eine Gaming-Tastatur hier so. Nee, ich habe jetzt schon noch eine zweite angeschlossen. Du benutzt keine Wörter mit H. Nee, meine Tastatur, das ist. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, hier ist auf jeden Fall noch eine Karte bei mir am Tisch. Die kannst du auch aufsammeln ohne Sammlerjob, glaube ich. Adlerauge ist hier, ist er mit mittlerer Maustaste. Müsste, genau. Hallo. Hallo. Ludi the King. Nein. Okay. Wozu ist die Karte da? Okay. Ich verstehe. Can you repeat the question? You have a new weapon and you don't know what? Yeah, it's because I just bought a vomit. I think it's level 25. Ach, Nightwalker ist auch hier. Ich verstehe den jungen Herrn kaum. Moment mal, I think it's an additional upgrade. Warte mal, N ist... N, do you have to look at in your horse? Also er konnte, glaube ich, die Waffe einfach nicht finden und wusste nicht, wo die ist. Ah, okay, ja gut, dann... Macht Sinn. Mike, ich kann nicht. Bist du schon drin im Trupp? Ich kann dich nicht einladen. Aber hi. Und erstmal hier Discord. Schiebe ich dich rüber. Guten Abend, Mike. Servus. Ah, found it. You're welcome. Immer schön, den Menschen zu helfen. Den zweiten Repeater hat er gesucht, okay? Have a nice day! Have a good one, dude! Ja, geh mal. So, geh mal. So, ich kann dich nicht einladen, Mike. Bist du in so vielen Trupps? Ja, das wird sich ja gleich erstmal zeigen. Das wird sich zeigen erstmal. Genau, musst du erstmal nachschauen. Und hi, Holger. Willst du auch noch dazu stoßen? Wir haben hier noch ein Plätzchen, was deinen Namen trägt. Mein linker Platz ist frei. Genau. War es immer linker oder rechter? Oder ist es regionale Unterschiede? Ich glaube, das Spiel funktioniert mit beiden Richtungen. Das ist eine politische Entscheidung. Es ist ja schon, das ist komplett drauf an, wo man sitzt. Ne? Das ist, ja, stimmt. So. Stimmt. Es ändert sich ja immer, je nachdem, wer jetzt aufsteht. Ja. Dann machen wir, ne? Auf geht's. So. Oh, ihr seid Wacherwurm, glaube ich. Weiß nicht, wie man bremst, ist Steuerung. Steuerung, ja. Genau. Wo ist bei diesem Pferd, der anbremst? Ach, Holger kommt auch, super. Also hier unser neuer Kumpel hier, der testet gerade auf jeden Fall sein Gewehr hinterm Bahnhof. Okay. Jetzt, wo er es gefunden hat. Das war eine nette Bremse. Ja, lebt das Pferd noch? Ja. Schon. Ja, das kann er. Ja, das kann er.
Das hat aber fantastisch ausgeschaut, ganz ehrlich. Wer Hirsche töten kann, der kann auch so einen Sturz haben. Ja. Hast du den Hirsch mit einem Pferd getötet, oder wie? Da war ja was, da war ja was, da war ja was. Umgelaufen. Ja, aber nicht einen legendären Hirsch, oder? Nee, das wäre doch echt was. Und, ja, diesen legendären Hirsch habe ich. Postmeister. Ja, der ist ein bisschen akkurat, oder? Ja. Nur weil um ihn herum alle Leute sterben, hat er irgendwie keine Lust gerade. Ja, wie wär's, wenn du. Wie wär's, wenn du mich mein Zeug abholen lässt? Verstehen, was los ist. Ja, also ich bei mir jetzt aber auch gerade, dadurch, dass rumgeballert wird, wollte er gerade nicht. Ah, okay. Vielleicht auf die andere Seite? Ach nee, okay. Da gibt's Mission. Verdammt. Entschuldigung. Jojo. Ich kann ihn nicht aufheben mehr. Mhm. Okay. Okay. Hallo? Oder ist sie wird gerade eine muss hier eine Lieferung dran oder ballern die deshalb? Weiß ich nicht. Kann auch sein. Und hi? Olga? Hallo. Oder? Ja. Ja. Hallo. Fahrzeug. Ach ja, doch echt Lieferung haben wir hier. Aha. Na dann, habt ihr Wünsche oder gleich Call to Arms? Zum Wachwerden. Also, mir ist das einer wie Hüpf, also. Habt denn alles an Munition? Weil Call to Arms gibt's ja sowieso nur ein, also daher. Moment, nee, ich hab nicht genug Munition. Aus irgendeinem Grund lässt mich der Kollege hier nicht mein Zeug abholen. Dann mach einmal Respawn. Jetzt geht's. Ah, jetzt wurde die Lieferung abgeliefert, dann beruhigt sich. Also ich konnte währenddessen holen. Also ich musste ein bisschen warten auch. Ja. Immer wieder angespannt. Ja. Naja gut, ich meine, da weiß er, wichtig ist und nicht. Ne? Also ich meine. Naja, stimmt, ja. Er hat gesagt, Alter geht vor Schönheit. Genau. Alter geht vor Schönheit, genau. Er wusste nicht, wie viel Zeit der Kunde noch hat. Hopp, auf geht's. Holger, du bist auch ready? Ready. Jo. Super. Wie geht's dir eigentlich? Schlecht. Oh. Schlecht? Okay. Ist ja nicht gut. Okay. Hast du noch nicht genug Red Dead heute spielen können? Nee, daran liegt es nicht. Ist jetzt auch eine Sache, die müssen ja. Wir hier im Spiel nicht weiter. Kannst du, genau, wenn du willst, kannst du es irgendwann mal mir ein anderes erzählen. Dann starte ich jetzt Scrawberry, gibt's nur zur Auswahl. Ja. Und hoffentlich ist es nicht so verbuggt wie gestern. Ja, okay. Ja, das Spiel. Vielleicht beim ersten Mal oder nach zwei, drei Mal? Nasty und ich, wir sind relativ früh beim ersten Durchgang gestorben und haben dann gleich einen Restart gemacht. Und ab da war es gleich schon in Welle 2 total verbuggt. Ach du Scheiße. Also also ich war das leidige Opfer. Also ja. Wie, also konntest nichts machen, oder? Nee, die sind direkt auf mir gespawnt und beim endgültigen Tod, wo ich dann zu Nasty gesagt habe, er braucht mich nicht wiederbeleben, oder also es gab auch nichts zum Wiederbeleben, aber es war irgendwie in Welle 10 oder sowas, da wurde mir nicht mal angezeigt, durch was ich gestorben bin. Gestorben durch Gegner. Also gestorben durch Zeit. Mann, ey. Okay, ja, es getötet von Rockstar. Genau, okay. Wir wissen doch alle, Rockstar ist eine kleine Indie-Firma, die haben doch kein Geld und richtig zu entwickeln, ne? Die kommen, allgemeines O in den Chat. Genau, die kommen doch so schwer über die Runden. Schon ein bisschen Verständnis. Genau. Alles klar. Verständnis wie ein Milliardenunternehmen, doch mal bitte. Alles klar. Was die Mitarbeiter auch ausbeutet. Und Mm-hmm.
Boomerang. Ups. Oh, hi. Was ist denn hier passiert? Feiert ihr schon Neujahr oder wie? Nee, die Dinger, weil die NPCs gerne drauf. Ja. Schießen und Boomerang. Und nicht. So. Jo. Ach, dann wisst ihr, was ich. Ich schmeiß jetzt mein Stream auch nochmal ein. Ja. Damit die Leute was zu lachen haben. Damit die unsere beiden Gesichter sehen können. 3 Minuten hast du. Jo. Noch. Und mein Mikrofon funktioniert nicht. Natürlich nicht. Warum nicht? Warum denn auch? Ja, wir hören dich doch. Na, entziehen. Bad why? Das Mikrofon, primäres Mikrofon. Tam taram. Jetzt ist besser. Auf geht's. Ist mit deinem neuen Computer alles besser als vorher? Absolut alles, wie man sieht. Ach, hast du neuen oder was? Ja. Also aber die Grafik ist echt übergenial, ja. Muss ich sagen. Du kannst. Aber konnte ich dein Stream noch nicht mal über Handy gucken. Das ging immer Pause, Start. Also? Naja, das hatte noch nicht mal Möglichkeit, dass das Stream überhaupt nicht. Es ist so bescheuert von Twitch, dass sie sich einfach runterregulieren wie bei YouTube. Wenn du halt irgendwie HD eingestellt hast, müssen alle Zuschauer auch HD ansehen. Auch wenn die Brandweite es vielleicht gar nicht hergibt. Ja, deswegen mache ich normalerweise 720. Ja, das habe ich erst bei mir vor kurzem umgestellt und bei den Shoutouts noch nicht angepasst mehr. Okay. komisch. So. Ah, die Webcam machen wir mal aus. Ich habe jetzt keine Lust, den Greenscreen aufzubauen und auch keine Zeit dafür. Ehrlich gesagt, es geht ja schon los hier. Ja, hier gibt es Schlag. Ach nee, jetzt mal 2 Minuten. Nee, warte mal. Dann könnten wir. Hast du auch so ein Roll-up? Oder? Ich bin sehr, sehr basisch unterwegs. Gerade mal Stream einstellen. Also, ich habe. Qualität. Oh, ich hab hier noch auf 350. Also 3000. Die Bitrate. Die Bitrate machen wir mal hoch. Ich hoffe, der übernimmt das auch gleich. Ich habe jetzt seit Herbst ein Roll-Up, was echt praktisch ist. Mit dann fix. Ja. Vorher hatte ich auch so ein selbstgebautes Teil. Das war immer ein bisschen. Das war eigentlich auch für was anderes gedacht als Twitch. Deshalb war das Format auch ein bisschen zu klein. Ach, und ich sollte vielleicht auch Discord anmachen, weil sonst meinen die Leute, ich unterhalte mich mit mir selbst. Sag mal kurz was. Ja. Das ist genau wie Twitch, aber ist auch immer. Also ich dachte, jetzt schweigen wir einfach immer, damit er. Nee, das Discord brauche ich gar nicht anzumachen, wie es aussieht. Eben, die Audioquelle wird ja eigentlich automatisch. Ja, die Audioquelle, genau, funktioniert alles. Ha. So, okay. Geht's gleich los oder ihr drückt? Nee, das geht schon. Ich suche mir mein Dach hier. Ach, ich glaube, erste Welle bleibe ich noch unten. Da. Und danach ziehe ich ja immer. Am Ende gehe ich nicht mehr aufs Dach, weil ich dann immer zu wenig Deckwand auf meinem Dach habe. Ich gehe ja nicht aufs Dach wegen so und so, sondern weil ja von hinten ja auch welche kommen. Und jo. Ich habe da jemanden hingestellt, der. ich seh das mit der Leiter hier bei dem Mike. Mhm. Ich habe da dahin jemanden. Echt? Oha. Damit du aber nicht so alleine bist. Ja, der wird aber der oben nicht lange überleben. Ja. Doch, am Anfang schon. Aber Der hat nix zum Leben, der macht das. Alles klar, der macht euch Geräusche. Alle Getränke genommen, alles Fleisch gegessen. Fleisch habe ich gerade gegessen. In letzter Sekunde ist es mir noch aufgefallen, ich sollte vielleicht was essen. Auf geht's. Na dann, 24. Ha, und dein Mannequin flüchtet gleich nach unten. Ich sehe es. Ja. Auch da oben ist es ihm noch zu heiß. Weg da. Cool. Finde ich ja geil.
Wie alle NPCs jetzt von Anfang rumzuschreien, dass sie doch aufhören sollen, obwohl die nur so 50, 100 Meter entfernt sind oder so. Und da ist er. Geht eigentlich auch ohne Auto-Aim, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht schon. Das ist jetzt bloß... Ich weiß nicht, ich habe das aus reiner Faulheit gemacht. Ja, ich hatte es auch, weil am Fernseher hatte ich eine Zeit lang gezockt. Das war einfach dann entspannter mit, als mit Tastatur. Vor allem ist das Reiten deutlich, deutlich schöner. Ja. You stop, goddammit. Ja. Okay. Ach, niemand okay, verletzt. Es wäre jetzt lustig, wenn der NPC jetzt wieder hochrennt. Das geht schon. Aber tut er nicht. Bleib unten. Weil ich bin der Meinung, dass da oben auch kein Dings war, dass du ihn da hinstellen kannst. Aber ist auch egal. Kein was? Es gibt doch immer diese, wenn du ihn angesprochen hast zum Transportieren, dann anders hinstellen, leuchten doch immer so gelbe Dinge auf. Da kannst du ihn dann hinstellen. Also ach so, ich dachte, man kann die überall einfach stehen lassen und sagen, nicht mehr folgen. Nein. Ach so. Also, auf geht's, Runde 2. Ich höre mal das Feld von unten auf. Also ist es jetzt immer so, dass jetzt pro Woche immer nur noch eine Call to Arms Map geht? Ich denke mir, das wird wirklich? Das wird 2-3 Mal vorkommen und dann werden sie wieder alle machen. Ja, es wäre natürlich toll, wenn es irgendwie so zu Weihnachten... Ich möchte so einen bösen Center haben. Und Weihnachtselfen, die man abknallen muss. Ich stehe hier gerade an einer Position, wo absolut niemand ist, wie es aussieht. Ja, die haben alle Angst vor dir, die laufen das dann lieber zu uns. Ah, da ist einer. Oh, der ist schon tot. Nein, jetzt ist er tot. Hi Wurmleiche und danke für den Glück. Jetzt noch oder schon auf Arbeit? Auf jeden Fall danke für den Glück. Schön und hoffentlich ist die Arbeit entspannt. Okay. Okay, alles okay? Oder ist was passiert? Ja, nee, alles gut. Ich hab jetzt gerade, glaube ich, 4 Kills in der gesamten Runde gemacht. Oh, da ist einer. It's a team effort. Ja, auf jeden Fall. Aber wir können das nachher gerne in der Retro noch untersuchen. Jede Welle ist ein Sprint, oder? So, da hinten könnte ich noch einen healen. Mal schauen, ob das geht. Ja, 30 Sekunden auf jeden Fall. Ich beobachte es. Ja, ich habe genau gesehen, wie du ihn angefasst hast. Von hinten, ohne Vorwarnung. Ohne Consent. Genau. Ohne Consent, ja. Einfach rein. Einfach hingerannt bist du. So. Was haben wir jetzt? Welle 3? Ja, genau. Boah, das ist nasses Wetter. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. So, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Ich sehe sogar niemanden. Oh je.
Aber die Minimap ist eigentlich immer ein guter Indikator, wo gerade Leute sind. Ja, aber... Da müssten welche kommen, aber ich sehe niemanden. Boah. Vielleicht brauchst du eine Brille. Na, die NPCs, die machen hier aber auch gar nichts gerade. Na gut, dann. Ach, der Rocky erledigt die schon alle, auf die ich warte. Der gehört mir. So sieht's aus. Einen ganzen habe ich. Come on. Ist an der Beach. Sohn einer Hündin, ja, ja. Sohn eines weiblichen Hundes. Genau. Oder was meinen die sonst damit? Böse Worte. Wie immer halt. So. Warum schießt du? Da ist niemand mehr. Ich weiß nicht, auf wen du schießt. Das sind Psychos. Die haben Hallos. Die sehen einfach Sachen, die nicht da sind. Das ist Shellshock. Die haben alle... genau. PTSD hier. Haben die alle. PTSD, genau. Dann hättest du auch, wenn irgendwie alle paar Stunden das Dorf angegriffen wird. Alle paar Stunden. Alle zwei Minuten. Wenn wir wechseln, wird es doch mal... Genau, lang. Die nächsten kommen dann. Ja. Jetzt kommen wir jetzt nicht mehr aufs verdammte Dach. Oh, ich bin da runtergesprungen. Oh, da kommen schon die ersten... Bösen? Bösen Buben? Jo, der erste hier, wie heißt der? Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, das macht die Damage. Unschönes. Also da einfach im Dorf stehen zu bleiben, scheint gar nichts zu bringen, gell? Warum brenne ich denn jetzt? Weil du einfach zu heiß bist, Holger. Achso, okay. Ich hätte jetzt ja gedacht, weil du hinter mir stehst, dass du dich angezündet hast. Nee, ich bin um die Ecke und da kommst du mir schon brennt entgegen. Ach, oh, okay. Oh, nee, der kommt schon mit der Machete. Nee, So nicht, sagst du, ne? Da oben kommen natürlich auch nochmal welche. Aua. Jetzt aber mal ganz ruhig bleiben, Kollege. Wo steht denn der? Steht da oben. Hast du ihn? Jo, hab ich. Okay. Das
Ich muss ja auf meine 10.000 Schritte kommen jetzt. Okay, so willst du den Thema? Wolltest du ihn messern, oder? Ich wollte ihn von oben mal schießen, aber. Ah. Ach, die letzten zwei sind bei Mike. Mensch. Okay. Naja. Da kann ich zumindest die NPCs heilen, dann habe ich zumindest irgendeine Funktion. NPCs anfassen. Ja. Warte, das kommt noch. Das geht noch. Ja, wenn wir nämlich alle tot sind, musst du das reißen. Kommt da raus, ja. Oh je. Oh je. So, was sind wir denn eigentlich? Welle 5, ne? So, vielleicht sollte ich mich dann doch irgendwann in Richtung Nachbarn begeben. Einfach im Laden hier im Gemischwarenladen verstecken, ne? Oh, da ist ein Hund, Das ist ein bisschen schnell. Ah, okay. Hunde sind schnell, ja. Das ist so eine Sache immer. Okay, so gut zu dem Thema. Das ist eine Kutsche hier. Habt ihr ein Uber bestellt? Nein. Okay. Hallo, ein Hund. Oh wei, oh wei, oh wei. Den habe ich auch noch nicht erwischt. Läuft die Treppe hoch oder ist hinter deinem. Der ist jetzt tot. Aber ich sollte vielleicht nicht mit dem Scharfschützengewehr auf Hunde schießen. Das ist vielleicht. Menschen, Kinder, was mache ich denn? So. Hund kommt da runter zu dir, Holger. Oh. Hä? Der ist aber geglitscht, Reiter. Ja, auf Netflix gibt es jetzt ja so einen neuen Western, The Harder They Fell. Da hab ja, ich auch den so, hab ich mir auch schon geschaut. So ein bisschen Red Dead Feeling kam da bei mir da nicht auf. Naja. Also am Ende so die Schießerei, dachte ich schon, ja, so. Beziehungsweise ich habe ihn mir noch nicht angesehen, aber der hat mein Interesse geweckt. Ich fand ihn ganz gut, aber unkonventionell auch in der Darstellung. Man merkt auf jeden Fall, dass der Regisseur wohl vorher Musikvideos gemacht hat. So. Und an sich kann man sich fast jeden Film mit Idris Elba einfach ansehen, glaube ich. Idris Elba? Was ist Idris Elba? Idris Elba, der Schauspieler. Ach, der. Muscle, ja. Der farbige, ne? Das ist genau. Der Kampfsport links. Ja, war mal Boxer. Ja, der dunkle Turm und so. Ja. Genau, der Film ist zwar schlecht, aber er holt halt das Beste. Also, ja. Verdammt, nicht schnell genug. Die Bücher sind super, Dunkler Turm. Kann ich echt empfehlen. Leute, die lesen, sollten das machen. Leute, die solche Musik lesen. Ist halt ich quasi. Hab Stephen Kings Hauptwerk quasi, weil man alle Bücher von ihm da andocken kann. Oh wei. Und dann halt auch Leute aus anderen Büchern auftauchen. Stephen King taucht auch auf.
Aber natürlich wurden die Bücher mit der Zeit auch schlechter, weil nicht mal sieben Jahre zwischen den Büchern waren, sondern nur noch drei. Am Ende. Das muss nicht unbedingt etwas bedeuten. Ich habe jetzt gerade so ein Auto vor, ich höre zwar bloß seine Hörbücher und so, aber der bringt eigentlich fast jedes zweite Jahr was raus. Genau, Stephen King ja auch, der schreibt pro Jahr ein oder zwei Bücher. Hat ja auch ein Pseudonym, weil sein Verlag nicht mehr als zwei Bücher mit seinem Namen rausbringen wollte pro Jahr. Und er hat ja auch viele im Suff geschrieben. Es gibt wohl einige Bücher, wo er sich nicht erinnert, es zu Ende geschrieben zu haben. Weil er halt immer betrunken geschrieben hat. Was sicher auch vieles erklärt. Der Ideen. Oh wei, oh wei. Vielleicht fast runtergefallen. So. Ist da einer oben auf dem Stein? Nee. Alles gut. Okay, so viel zu dem Thema. Es gibt aber echt eine Menge Erfahrung, dieses Freizielen. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall. Besonders kannst du hier bei Call to Arms auch die Karten, wenn du Karten hast, die du leveln willst, eigentlich. Ist auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich Karten unbedingt brauche jetzt. Ist nur die Frage natürlich, hast du dann das Geld, auch die Karten wieder zu verbessern? Das war anfangs bei mir. Problem. Ja, das schaut schlecht aus, ja. Das ist ja noch nicht so wild. Also. Ja. Oh Gott, geh ich noch. Also mit Level 21 ist das schon ein Problem. Nö, eigentlich nicht. Kommt ja drauf an, ob du jetzt irgendwie schon eine Rolle hast oder so. Irgendwie. Das heißt, wo du mehr verdienst oder was die. Nicht. Okay, also jetzt. Geschützwagen Südost, Südwesten. Ich treffe nichts, ey. Hey, bei mir glitschen sie gerade ein bisschen. Ja, haben die Befinder auch gemacht bei mir. Ah, so wieder. Was gab's zu essen, Jacob? Was hast du denn gegönnt? Ja, läuft eigentlich ganz gut. Ganz entspannt bis jetzt. Noch niemand gestorben. Oh, Geschützwagen. Ja, der. Ja, aber der muss den Turm drehen, sonst können wir nicht drauf schießen. Ja, schon. Wir sind. Ah, jetzt. Wald. Ich hab den Geschützwagen, den Turm zumindest erledigt. Ja, das ist gut, das ist die Hauptsache. Die Fahrer waren schon tot. Ansonsten probiere ich Wald jetzt mal mitzumachen. Das scheint aber alles schon tot zu sein. Okay, so viel zu dem Thema. Ah, guck, das ist lecker, Jacob. Hört sich lecker an. Was ist denn was geworden? Okay, Wald hinter uns. Ah, das ist ein gepanzerter hier. Wo ist er? Wie konnte ich da noch tragen?
Ja. Zeichen ich nicht. Achso. Genau, er hat zu halb. Ja. Was sind die denn jetzt? Welche? Die, die aus dem Norden gekommen sind. Ah, nee, nicht Norden hier. Norden. Doch, Norden, ja. Ich weiß nicht, wo die jetzt hin sind. Waren da und jetzt sind sie despawned. Das war auch nicht. Vielleicht gestorben? Peter hat eine geile Position da. Oh Mann. Nur wenig Deck und wenn die mich immer sehen. Das ist doch wohl nicht wahr. Da. Wald. Ja. Ganz viel Wald, ja. Du machst das schon. Das machen wir ja. So, immer noch 18, das ist ja wohl der Wahnsinn. Ja, viele hängen auch fest und so. Hey, kommen ja nacheinander langsam. Mann, ich komme ja nicht über das Dach. Wald! Diese beknackte hoch da oben aber auch. Da müssten doch jetzt noch welche im Wald sein. Ja, ja, drei Stück, vier Stück, die hängen fest. Zwei kommen jetzt. Nee, da kommen jetzt. Okay, einer kommt weniger. Also. Da hängt da jetzt noch drei Stück. Hängt da jetzt noch. Einer kommt weniger, ja. Da kommt nicht so viel raus wie bei dem anderen, oder wie? Genau. Alter. Verdammt. Verdammt. Immer wenn die sich was Fadenkreuz bekommen, sind sie schon tot. Muss ich ein bisschen fixer sein. Das ist mit Rocky, wenn der neben dir steht, der killt alles weg. Ich habe meinen Hut verloren. Das ist ja auch der Sinn. Ja, ich meine auch. Schneller als Couch zu sein, ist der Sinn vom Spielen. Ja. Das ist aber ein einfaches Spiel. Ich versuche schon hier das Gebüsch abzuscannen, in der Hoffnung, dass irgendwas rot ist. Die kommen nicht? Nee, die hängen da auf der Straße und entweder müsste man da jetzt hin, aber die sind auch in der Zone. Also das heißt, sie kommen nicht in die Kampfdings hier rein. Mhm. Aber es macht nichts, sonst kommen irgendwo gleich noch welche andere und dann... Und die hängen echt da oben, als ob da noch nichts... Die machen Kaffeekränzchen. die überlegen sich, lohnt sich das wirklich dahin zu gehen? Die sind alle schon tot, alle anderen. Wollen wir, ja, wir drei, wollen wir das wirklich noch machen? Ja. Nach wie vielen Minuten ist automatisch die Welle geschafft? Ich kann nochmal da drüber gehen. Ah, jetzt alles klar. Wenn ihr es gekommen. Und ich bin bei ihm auch gekommen, mitten ins Gesicht.
So eine Wucht ist er gestorben von, ja? Ja. Ich hätte sogar noch einen dahinter schießen können mit dem Druck. Ui. Wow, du. Was war denn für ein Strom? Da ist er, da ist er. Es ist dann No Nut November, nein! Ne? Okay, das Maxim-Gewehr ist jetzt verfügbar. Genau, die Minigun. Aber ja, muss aber vorsichtig sein mit. Ich glaube, die Position ist nicht so doll. Da musst du dann immer einen haben, der so ein bisschen bei dir steht. Ach, hier, yeah, der Verbündete ist hier auf der, mitten auf der Treppe. Der lebt noch. Alle anderen sind tot, aber der lebt noch. Oha. Mhm. Darf er das? Darf er leben? Nee, ist nicht. Ja, solange auf die Bösen schießt. Oh, ein böser Geschützwagen. Kommt von Norden. Von Osten auch. Oh. Hat den jetzt irgendjemand ausgeschalten? Ja, oder? Ja, Schütze ist down. Okay. Okay. Okay, ich sollte Medizin nehmen. Oh. Was sind hier denn die Waldläufer? Ach, ich muss hier wieder weg. Das war nicht so schlau. Wisst ihr was? Hm? Entschuldigung. Ich hab das, die Dinger explodieren lassen. Aua, aua, aua. Ja, da ist ein Gepanzerter unten am Straßentor. Ja, ins Wasser gefallen. Wer ist eigentlich oben für den Wald verantwortlich von euch? Ich mach doch schon. Ich frage auch für den Freund. Wer ist der Förster bei euch? That's crazy. Come on. Oh, das ist ein Gepanzerter, jetzt hat er. Ich denke mir schon, warum lebt denn der so lang? Jetzt ist er nicht mehr. Alter. Hey, Panzerwagen. Aus Süden. Ist ist tot, der Schütze. Hätte ich mich fast selber umgebracht. Aber nicht so gesund. Ach komm, oh, schon wieder ein Gepanzerter. Kann auch niemand. Sieht hoffentlich niemand.
Okay. Also nach dem Schuss im Rücken einfach wieder aufstehen wie so ein NPC, das ist schon nicht schlecht. Noch 5. Hässliche Body Shots. Ach, hier unten steht einer mit einer Machete. Deshalb. Er wusste nicht, wie er zu uns kommt. Das sah ungesund für die Beine aus, was du gerade eben gemacht hast. Das war den. Einfach nur den. Okay. Stehen hier die ganzen Wagen rum. Hast du schön gesagt, Mike. Jupp. Zwei von den Allies leben tatsächlich noch. Ja, ja, der auf der Treppe auch noch. Ja, aber da. Außerdem komme ich jetzt nicht rechtzeitig. Ja, ich habe auch Angst, da wirklich hinzugehen. Vor allem, was jetzt kommen wird, alles. Er hat sich lange gehalten. Ja. Dafür, dass es so eine schlechte Position noch war. Also, Süden, 14 Panzerwagen. Schütze raus. Ja, hab ich gesehen, super. Hat er, der hier runterschleicht. Ah. War das der nächste gepanzerte? Fluss. Tot. Haben die eigentlich eine Schwachstelle oder einfach nur mal rauf? Ja, normalerweise mache ich Body Shots, weil irgendwie auf den Helm zu schießen ist kontraproduktiv. Meine ich. Aber ich könnte mich da auch irren. Oh, Panzerwagen kommt. Norden. Süden meine ich. Entschuldigung. Da alle drehen sich um. Guck hier in Norden. Ah, dann sollte ich ja vom Dach runter. Ähm.
Oh, nicht. Aber aus dem Norden kommt gerade auch einer. Genau, Süd. Ja, okay. Da ist auch ein gepanzerter. Im Südosten, der ist down. Jo. Ist da in der Treppe gestorben jetzt, ja. Die springen alle freiwillig im Fluss aus irgendeinem Grund. Nee, meistens immer nachdem ich so einmal in den Kopf geschossen habe. Die wollen ihren das arme Pferdchen da hinten. Mensch, ey, dieses... Machetenmensch. Ja, hab ich gesehen. Ja, die müssten down sein. Einer steht hier noch unter dem Baum. Und genießt das Wetter. Da wartet auf Weihnachten. Selbst zum Geschenk. Okay, zu dem Thema. Ach nee, der an der Treppe lebt immer noch. Der andere NPC ist gestorben. Was? Tatsächlich. Das hat mich den gerade so krass getroffen. Oh, Fahrzeug, gebanzte Fahrzeug aus. Oh, ja. Nordwesten. Ja, hat mich, Oh wei, oh wei. Ich stand da gerade vorm Haus. Oh mein Gott. Oh, Mike, was machst du da eigentlich? Ganz viel, was ganz viel aus dem Wald. Ganz viel aus dem Wald. Warte. Tja, das war unser letzter NPC. Oh nein. Ich wollte ihn schon noch benennen. Da, you like it, ja, aber. Tja. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Bleibt aber bitte mal ganz entspannt hier. Wir können über alles reden. Hier. Das ist das, was ich zu sagen habe momentan. Kannst du nicht. 17 ist gut. Oh Mann. Oh Mann, das ist mein letztes Heilzeug hier schon wieder. Tja, teuer. Hast du schon die Rezepte für die ganzen Heilsachen, dass du sie selbst herstellen kannst? Nö. Alles auf Anfang. Hm. Alles enorm auf Anfang. Aber coolen Bogen hast du da, Holger. Das ist ein Knochenbogen. Jo, kriegst du für Gold bei Gas. Warum hast du überhaupt einen Bogen jetzt dabei? Hast du für Gold? Weil, kann ich dir in der nächsten Runde vielleicht zeigen, damit kann man prima Dynamitpfeile abschießen, wenn sich Mike nicht den Weg steht. Ja, Entschuldigung. Dynamitpfeile, ja, muss ich das Rezept echt auch mal lernen. Die sind und das ist nämlich super geil gegen die Panzerwagen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich sehe nicht, wo ist er denn? Ja, und ach so, der ist da zwischen dem Haus und dem Ding, oder wie? Ja, da steht er. Ja. Lein. Was, der lebt sogar noch? Ah, der hat keinen Kopf mehr. Ich glaube, der steht nicht mehr auf so schnell. Oder auch keine Kopfschmerztabletten mehr. Ja. Aber hat sich auch keine Kopfschmerzen, oder? Ohne Kopf. Hm, weiß ich nicht. Phantomschmerzen. Ach ja, Phantomschmerzen. Wie couchst du einfach im Kreis rennst, weil du niemanden zu schießen hast? Ja, ich versuche mich gerade von alleine hochzuheilen. So in die Richtung... Dosen, ey. Ich will mein letztes Heilzeug aufheben. Hm. Das ist so eine Sache. Gerade, weil ich habe das ungute Gefühl, dass Heilen für die letzte Runde noch was... Sehr sinnvoll. Ja, und vielleicht Munition holen wäre auch sinnvoll. Boah. Hast du ein Messer, oder? Für Notfall. Ja, aua. Holger auf der Suche nach seinem Opfer. Nee, erstmal hier. Munition, Pistolenmunition. Munition holen, bevor man den letzten macht. Jo. In Ruhe. Da ist noch Dynamit gewesen. Oh, da ist Halsweg. Ja, da ist Halsweg.
mitnehmen. Und ansonsten. Ach, der Sniper da oben ist es. Ah, okay. Oh Mann, warum sind denn auf einmal so viele? Die spawnen immer weiter nach. Ja, soll ich? Ja. Erstmal was essen. Ich verstehe nicht ganz, was das soll. Ah, okay, du kümmerst dich schon um den, alles klar. Hab den, Okay, dann, verpfeife ich mich mal wieder nach oben. Weil ich keine Lust habe, ja. Okay. So, also, Couch. Du wirst das überleben. Jetzt mit dir in der dritten Person. Ich versuche mich gerade hier ein bisschen mit Tap Dog. Du bist dann auch nicht einmal gestorben, alles ist alles gut. Ja, das lässt sich nach ein paar Kugeln relativ schnell ändern. Panzerwagen von Süden. Aua, 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 aua. Ah, Mist. Nein. Außen Wald. Ja, danke. Kann man nicht aufheben, Holger? Ja, nein, ich bin mit Headshot weggemacht worden. Okay. Weil der Wald ja geworden ist. Und hi, Bialin, wie geht's? Schön, dass du reinschaust. Okay. Oh Mann. Okay. Oh, was? Oh, oh. Okay, Mike. Was? Kakano? Auch der aus dem Wald? Kann man auch nicht aufheben. Nee. Nicht aus dem Wald. Wann hat aus dem Wald? Dann ich. Wow. Ja, jetzt habt ihr beide das. Schön, ja, gut. Nee, der kam nicht aus dem Wald. Das hab ich. Der kam von weißt hinten. Du nicht, gleich oh. Moment. Ich hab doch gerade was getrunken. Ja, ich wollte gerade. Also. Vorsicht. Oh nee. Fuck. Ah. Ganz egal, was ich mache, ey, das ist alles. Genau, Gitterdeckung und. Und ein bisschen hochheilen. Und in der verzweifelten Hoffnung. Alles, was da von unten kommt, weil unten steht die Gole im Moment, die können ja sowieso nicht hoch. Die klettern okay. Ja nicht. Ich hoffe. Musst du dich jetzt mit Peter ein bisschen. Fuck. Ich hab einen Machetentypen hier, was soll das denn? Was denn? Oh wei. Oh, wei. Ich mach mal einen Ortswechsel. Das ist doch nicht wahr. Ich sehe okay, einfach der Ortswechsel den Gegner nicht, war nicht genau. Ja, ich bin down. Aber, ja. Die ganze Zeit zittert, also du hast dich kaum nicht bewegt. Ja, ich hatte Schockstarre. Nee. Muss ich jetzt hier 75 Gegner töten oder was? Ja, sieht ganz so aus, ja. Ja, Peter, sieht kannst du nächstes Mal aufholen auf uns mit dem Kill. Ja. Scheiße. Ja, also. Ich glaube, ich habe einen Rekord aufgestellt in Sachen nutzlos sein. Ach, sag sowas nicht. Das ist ja ein Spiel. Also. Vielleicht kann. Nicht, wie viel Zeit? Nee, du bist richtig tot jetzt, ne? Kaum noch, also eine Sekunde oder so. Okay. Scheiß hinten. Ah, das ist ein Panzer da, scheiße. Ich hätte nicht so viel Heatsack am Anfang verwenden sollen. Hätte ich vielleicht noch ein bis zwei Kills. Da wir hoch kann, ist eigentlich nicht besonders schlau, ne? Ja, die kommen dann definitiv von hinten. Und da hat mich irgendwie jemand aus dem Busch erledigt, obwohl ich in den Busch reingezielt habe. Ich habe nicht gewusst, wo ich hinschießen soll. Ums Verrecken nicht. So, was mache ich denn jetzt hier am besten? Scheiße, ey.
Ah, fuck. Oh, das war die... Ja, yeah, shit. Und ja, genau, das hier ist graue... Ja. Graue Haare kommen mit dem Alter. Was soll ich da sagen? Genau. Ja, aber vorher zur Runde. Einkaufen war gut, wäre gut. Ja, genau. Und ich kann das Licht ja auch ein bisschen anders machen. Ja, aber sonst einen guten Montag gehabt, Berlin. Wie geht's? Ne, ich meine, ich habe immer im Chat, aber ja. Mike, du kannst mir auch beantworten, wie dein Montag war, natürlich. Normal, ja. Ach so. Ja, mein Charakter hat graue Haare. Ich dachte, das passt, dem passe ich meinem gefühlten Alter ein. Du musst mal so einen Sack hin und her schieben, oder was? Nee, einfach Silberfuchs heißt doch sowas. Weisheit und so. Humiliert. I don't like Mondays, ja. Wer mag schon Montag? Aber wenn man montags frei hat, mag man den Dienstag nicht mehr. Also, niemand's macht.